Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin wieder in die Wieder Impera. Der Total Conversion Modifikation für Rom 2 Total War. Das ist bei den Kingdoms. So. Ich riskiere es mal. Danach ist zwar die Tür nach Sizilien offen, aber ich habe auch immer die Hoffnung, dass es nicht nur Karthager gibt, die Tür nützen wollen. Zurzeit. Beziehungsweise wenn es genug gibt, die nicht in der Lage sind, rechtzeitig stehen zu kommen. Das Ulgige ist, ich habe das mal spaßeshalber ausprobiert gehabt mit Autokampf. Weil hier diese Wahrscheinlichkeit sagt, ja, das gewinnen wir locker. Wenn ich Autokampf mache, verliere ich nicht ein einziges Schiff. Die werden noch nicht mal angekratzt. Und das zeigt mir wieder, dass das Rom 2 deutlich Casual-Gamer-freundlich ist als die alten Teile, wo Autoberechnen fast immer nach hinten losging. Das habe ich sogar letztens bestätigt bekommen. Ich habe mich mal umgehört. Wir haben einen Mitspieler bei uns im Clan, der spielt auch Total War und macht nur Autoberechnen. Der hat kein Interesse an den Schlachten. Ich hätte nie gedacht, dass es so Menschen gibt. Aber es ist so. Der macht nur Autoberechnen. Und deshalb spielt der am liebsten Rom 2 und Shogun 2 und keins von den älteren Teilen, weil nur bei den beiden Spielen die Autoberechnung eigentlich fast immer positiv für ihn ausgeht. Während bei den alten Teilen er bei Autoberechnung eigentlich fast immer nur auf den Sack bekommt. Jetzt bin ich natürlich auch hin und her gerissen, das mit Autoberechnen zu machen, weil, wie man sieht... Nein, ich wollte es doch gar... Ich wollte doch nur die verschiedenen Varianten anklicken, was es gibt. Ich wollte eigentlich nur angucken, hier gibt es so aggressiv und normal und defensiv und wie sich das unterscheiden, aber anscheinend muss ich die gar nicht anklicken, es scheint zu reichen, wenn man drüber maust. Ich wollte eigentlich die Schlacht selber schlagen, weil ich glaube, dass das bestimmt spektakulär ausgesehen hätte, so eine riesige Flotte. Naja. Naja gut, dann zurück nach Sizilien. Docking! Dann kümmern wir uns eben darum. Achso, warte. Technologie. Wir sollten ja vielleicht mal was Militärisches machen. Ich habe jetzt relativ gut zivilen Bereiche erforscht. Das wird mir die Kosten für meine Flotte etwas verringern. Das wäre natürlich schon mal ganz nett, gell? Das ist generell niedriger. Naja, wir machen mal beides. Machen wir, ne? Was blinkt da? Was will der denn? Das kostet mich doch Geld. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, was für einen Vorteil das hat, wenn ich so einen Kram mache. Klar, ich kann dadurch meinen Einfluss steigern, aber wenn ich das richtig verstehe, ist es auch so, je höher mein Einfluss ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Bürgerkrieg. Das heißt doch, eigentlich muss ich meinen Einfluss doch niedrig halten, damit ich keinen Bürgerkrieg auslöse. Oder habe ich was nicht gecheckt? Gut, je höher mein Einfluss ist, desto mehr Boni kriege ich daraus scheinbar. Habe ich alles noch nicht so ganz gespielt, wie das funktioniert. Aber im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte.
Ah, okay. Ja. Ready for orders. Ready for battle. Commander. It is an honor to serve Rome. Können wir was anderes reinsetzen? Ready for orders. You have further orders? Make haste, men. Advance. Ready for battle. At your command. So, Kinder, ihr macht jetzt mal ein bisschen Platz irgendwie. March. Commander, the way is blocked. Ready for... Make haste, men. Ready for... Advance. March. Ready for battle. That is impossible. March. Ja, die erholen sich aber in der Zeit wenigstens ganz gut. Yes. Easy into port. It is an honor to serve. Dass der Admiral da jetzt nicht irgendwie sich verbessert hat. Na gut, der ist eigentlich schon ganz gut. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich mal aus? Das wird gebaut. Die sind zwar noch ein bisschen angekratzt. Aber heilen werden sie eh jetzt langsam auf die Insel kommen. Also dann halt drauf drüber. We take this settlement for Rome. At your command. Advance. Make haste, men. At your make haste. Get the blockade set up. Sehr schön. To victory. Attack for Rome. Ich würde ja sagen, ich stürme. Ich habe keine Geduld, da jetzt ewig rumzuwarten und also ich will Kämpfe sehen. Besieging the settlement. Moment. Laying siege to the settlement. Alle da? Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, wir setzen einen kurzen Cut. Let them cower before Rome. Und dann schlagen wir gleich die Schlacht um Korsika. Wobei, obwohl das Geld, wenn wir hinterher brauchen, die Stadt, glaube ich, wieder zu reparieren. Deshalb geben wir das jetzt mal nicht aus. Dann bis gleich. Tschüss.